Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Ich habe wieder mal einen seltenen Gast bei mir, Mr. T. So, und Mr. T möchte nämlich uns was sagen. Und Mr. T sagt... Ich bin da mal weg. So, wieso Mr. T das sagt, erfahrt ihr nach dem Intro. Also, seid gespannt. Ja, nochmal herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Der Esel fängt hier immer zuerst an. Mein Name ist Jacqueline Hartmann und neben mir der liebe Thorsten, alias Mr. T. Und wir haben ja schon im Intro gesagt, ja, du bist mal weg, hast du ja gesagt. Aber erstmal auch ein herzlich willkommen. Du warst ja vor, ja, über ein Jahr, hast du mal hier schon auf meiner kleinen Couch ein Interview gegeben, haben die Leute dich schon mal kennengelernt. Ja. Das Video hatte ja auch, kam gut an, hatte in Form wirklich zahlreiche Aufrufe, die Leute waren interessiert. So, jetzt ist ein Jahr vergangen, lieber Thorsten, was hast du uns zu berichten? Ja, also das, was wir beim letzten Video schon bereits haben andeuten lassen, steht jetzt kurz vor dem Ergebnis. Vielleicht müssen wir die Zuschauer noch mal mit, also ich lege euch das Video noch mal am Ende und unten mit rein in die Beschreibung. So, aber für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, der liebe Thorsten, ganz kurzer Abriss. Du bist in Namibia aufgewachsen. Ja. Deine Eltern waren Deutsche. Richtig. Meine Eltern sind damals nach Namibia ausgewandert. Genau. Dort haben sie sich lieben und kennengelernt oder erst kennengelernt und dann lieben. Und ich bin dort geboren, zur Schule gegangen, aufgewachsen. Und nach der Schulausbildung bin ich dann nach Deutschland übergesiedelt und habe dann meine Ausbildung dort gestartet in Deutschland. Genau. Und dort auch gearbeitet. Und bis ich dann auf die gute Idee kam, nach Brasilien auszuwandern. Genau, das war die Idee. So haben wir uns ja auch kennengelernt, richtig, durch den Andreas. Genau. Und du bist ja auch schon in Brasilien. Du hast ja auch schon dort Immobilien gekauft. Richtig. So. Aber dein Problem war ja bisher immer, dass du eben als, du warst als Tourist offiziell da. Ja, also mein Status war Tourist. Das heißt, ich konnte mich immer nur jeweils 90 Tage maximal im Land aufhalten. Genau. Aber nebenher habe ich dann auch mein Investorenvisum beantragt für eine Daueraufenthaltsgenehmigung in Brasilien. Also vielleicht da erstmal, es gibt ja unterschiedliche Arten von Visa. Die eine Möglichkeit ist ja, wenn du einen Partner hast, Partnerin, dass du heiratest und dann über die Heirat, was aber auch nicht ganz einfach ist, dann Visum beantragst. Da will ich gar nicht drauf eingehen, weil so genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber ich weiß, auch das ist nicht ganz so einfach so. Und die andere Möglichkeit, die Brasilien eben bietet, ist das Investorenvisum und das hast du beantragt. Genau, also es gibt da noch verschiedene Unterarten von dem Investorenvisum, indem man auch nur eine Firma gründet mit einem eingezahlten Kapital von 150.000 Reais, muss aber dann in dem Zusammenhang 10 Arbeitsplätze nachweisen, die in deiner Firma arbeiten. Also es gibt ja mehrere Abstufungen. Ich habe das höchste Niveau genommen, wonach man 600.000 Reais für eine brasilianische Firma einzuzahlen hat. Aber dann muss ich keinen Nachweis erbringen, 10 Angestellte zu haben, sondern ich kann es auch als Einzelperson machen. Oder ich habe es in diesem Fall in Brasilien über eine GmbH oder dort sagt man Limitada. Du hast eine Gesellschaft beschränkter Haftung, die hast du gegründet, du hast dort Geld eingezahlt. Richtig. Und das war die Basis für dein Investorenvisum. Genau. Und ich muss aber im Nachhinein immer wieder feststellen, die rechtlichen Grundlagen sind doch sehr ähnlich gelagert wie in Deutschland, auch im Zuge der Handhabung oder der Regularien bezüglich des Geldwäschegesetzes. Es wird dann immer auch genau kontrolliert, wo das Geld herkommt, welche Wege es beschritten hat, offiziell bei der Bundesbank angemeldet. Nachdem eine Anmeldung dann bei der Bundesbank erfolgt ist, hatte ich dann das grüne Licht für die dortige aufnehmende Bank, Zentralbank in Brasilien. Und
hatte natürlich am Anfang so ein bisschen Sorge gehabt, ob alles in die richtigen Bahnen läuft. Mhm. Aber ich habe dann im Zuge dessen doch sehr schnell feststellen können, dass die rechtlichen Grundlagen für jeden Investoren, also in jeder Hinsicht auch gut gesichert sind. Also, okay. diese Feststellung und diese gute Erfahrung habe ich dann auch gemacht. Und auch der Visumantrag hat... Du hattest ja, also die erste Dings war ja, wo ich mich erinnern kann, du hattest die Sorge gehabt, ist mein Geld dort sicher? Das war die erste so. Das war dann sicher, das hast du ja dann auch relativ schnell festgestellt. Das wird ja auch da drüben sehr gut verzinst, das muss man ja auch nochmal sagen. Das heißt, dein Geld, normales Girokonto ähnlich, wird mit wie viel Prozent verzinst? 13. 13% Zinsen in blödes, schönes Konto. So. Ja. Das war zufriedenstellend so. Und dann hast du dein Visum gestellt, weil du gesagt hast, du möchtest dort dauerhaft bleiben. Richtig. Also das war mein fester Wille und meine feste Entscheidung. Mhm. Ich habe dann den Visumsantrag dann gemacht. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern sind die Bedingungen für ein Visum in Brasilien recht moderat. Mhm. Auch gerade was Investorenvisum anbetrifft, fangen die meisten Länder mindestens mit 100.000 Euro an. Mhm. Und dann geht es eben aufwärts, bei vielen anderen Ländern auch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in Brasilien sind eigentlich die Bedingungen sehr moderat. Mhm. Insofern steht es eigentlich fast jedem, oder die Möglichkeit steht eigentlich fast jedem zur Verfügung, auch ein Visum zu beantragen. Mhm. Zum Beispiel bei der Staffelung mit 150.000 Reais, das sind 25.000 Euro. Das ist okay. So, du hast die Grundlagen für dich geschaffen. So, dann hast du den Antrag gestellt. Genau. Und du hast gedacht, das geht relativ, will nicht sagen zügig, aber jetzt zeitnah. So. Ja, das zeigt letztendlich aufgrund dieser Erfahrung, dass man auch... Welche Erfahrung hast du denn jetzt gemacht? Dass man etwas Geduld mitbringen sollte. Mhm. Das geht nicht jetzt auf gleich, sondern man muss da ein bisschen Geduld mitbringen. In Anbetracht dessen, dass ich auch die Höchststufe von dem Visumsantrag mhm. gewählt habe und dann auch ein Daueraufenthaltsvisum ist nochmal eine ganz andere Kategorie der Überprüfung. Justizministerium, Arbeitsministerium, Innenministerium, Außenministerium und Migrationsministerium. Aber okay, das habe ich jetzt gelernt und deswegen kann ich nur jedem raten, der auch die gleich gute Idee hat, etwas Zeit und Muße mitzunehmen und die Dinge einfach so ein bisschen abzuwarten. Es kommt. Das heißt, du hast jetzt fast ein Jahr gebraucht, bis dein Visum erteilt worden ist. Ich glaube, ich habe in Erinnerung, der Antrag wurde eingereicht, hast du mir erzählt, im Juni 2023 war Antragstellung. Ja, also ich habe die Unterlagen eingereicht im Mai, also heute, also jetzt im Monat vor einem Jahr. Ja. Aber erfasst wurde es dann offiziell im Juni. Okay. Am 6. Juni 2023. Mhm. Ich fand das letztendlich auch, das System ist alles digitalisiert. Mhm. Ich habe dann eine Website zur Verfügung gestellt bekommen mit meiner Registrierungsnummer und konnte letztendlich die einzelnen Schritte dann immer abrufen, mhm. Was mit meinen Unterlagen, was mit meiner Antragstellung dann passiert und konnte ich das mhm. immer wieder rückverfolgen. Und das wird dann auch wirklich zeitnah im System eingepflegt. Das hatte mich dann auch schon sehr imponiert, dass man dann auch als Antragsteller selber dann immer in der Lage war, mhm. im Bilde zu bleiben, was dann letztendlich mit dem Status ist. Ja. Aber ich weiß aber auch, dass du dir trotzdem gedacht hast, dass das alles schneller geht. Ne? Ja, ja. Weil du sagst das jetzt so locker flockig in dem Wissen, dass du es jetzt erreicht hast. Richtig. Ich weiß aber auch, die Stunden, Tage deiner Verzweiflung, wo du gesagt hast, du meine Güte, klappt das denn alles noch? Und die wollen mich nicht haben und so weiter und so fort. Also da waren, das ist ja normal menschlich, du hingst halt in der Luft. Ja. Komplett. Das ist richtig. Und man hat natürlich auch gewisse Emotionen zu der Entscheidung, die ich dann getroffen habe für Brasilien.
Und dann will man natürlich auch selber beanspruchen, dass das möglichst zeitnah dann auch umgesetzt wird. Aber so ein bisschen unser deutsches Denken, ne? Genau. So. Das ist im Zuge dessen habe ich dann auch immer wieder feststellen müssen, den deutschen Maßstab nicht überall etablieren zu müssen. Also die sind zwar sehr weit, was Digitalisierung angeht, aber trotzdem haben die auch trotz alledem auch ein hohes Maß an Bürokratisierung dort. Haben sie auch, ja. Aber ich musste auch in dem Zusammenhang fairerweise sagen, dass es einem zeigt, es geht alles mit rechten Dingen dazu. Ja? Also es wird da genauestens überprüft, wer da kommt. Zum Beispiel ein wichtiges Thema oder das wichtigste Thema ist überhaupt der Nachweis einer Straffreiheit in Form eines Führungszeugnisses, dann ein Führungszeugnis mit Apostille, dann muss es übersetzt werden auf Portugiesisch oder auf Brasilianisch. Brasilianisches Portugiesisch, genau. Genau, Brasilianisches Portugiesisch. Und dann musste ich auch vom Notar meine Straffreiheit nochmal eidesstattlich versichern. Mhm. Ja. Dieses Schreiben vom Notar musste dann auch wieder auf Brasilianisches Portugiesisch übersetzt werden, mit Apostille und, und. So, aber jetzt nur mal so kleiner, ja, Anmerkung, Zwischenbemerkung ist halt, also jetzt auch mal so für uns, Achtung, die wollen halt wissen, wer dort rein, also so wer dorthin möchte. So ist es. Das heißt, es sollte uns mal zu denken geben, ich will das gar nicht vertiefen weiter, aber da wird schon sehr genau geschaut, wer kommt denn da. Und das ist auch völlig in Ordnung, auch im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz. Mhm. Es wird da genau geprüft, woher das gekommen ist und was damit passiert ist. Mhm. Und die einzelnen Stufen dann auch vorgegeben werden, bis das Geld dann tatsächlich auch auf dem Konto transferiert wurde. Mhm. Ja? Und auch selbst die Bank ist natürlich dazu verpflichtet, das auch alles zu prüfen, dass alles seine Richtigkeit hat. Und im Nachhinein muss ich sagen, das hat mich doch sehr überzeugt. Ja? Mhm. Auch wenn die Wartezeit dadurch erheblich verlängert wurde. Aber ich habe das gute Gefühl, dann jetzt auch als Gast in dem schönen Land entsprechend leben zu dürfen. So, das heißt, du hast das jetzt in der Tasche. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die jetzt geregelt werden müssen. Aber das war jetzt, da du das offiziell hast, ist jetzt eben dein Wunsch zu sagen, ich bin dann mal weg. Was heißt das für dich? Ich bin dann mal weg? Ich bin dann mal weg. Heißt für mich, dass ich mich hier in Deutschland abmelden werde und mich dann voll und ganz auf Brasilien konzentrieren werde. Was für einen Status hast du dann offiziell, wenn du dich hier abgemeldet hast? Vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist. Also, bist du dann staatenlos? Was ist das dann? Nein, also man könnte auch staatenlos sein. Das wäre auch möglich. Ja, wenn ich mich nur hier abmelde und keine andere Adresse habe. Es gibt ja auch viele Menschen, die nur reisen, diese Perpetual Travelers ja, oder digitale Nomaden. Genau. Die leben eben ohne Wohnsitz. Aber für mich kam das eben nicht in Frage. Ich wollte schon ganz gerne einen Wohnsitz haben. Mhm. Ein Dach über dem Kopf ist für mich immer das A und O und mein Zuhause. Das heißt, ich kann mich hier problemlos abmelden. Mhm. Das wird dann auch entsprechend bei den Behörden vermerkt, dass ich dann nicht mehr hier bin. Musst du angeben, wo du dann bist? Ich glaube, man ist nicht dazu verpflichtet, aber besser ist es. Okay. Ich habe ja nichts irgendwie zu verbergen, okay, sondern ich lebe da, wo ich gerne hin möchte. Alles klar. So, das heißt, du meldest dich jetzt in Deutschland ab und das ist dann gleich so say goodbye für immer oder wie? Jacqueline, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich ja schon mehrmals hin und her geflogen zwischen Europa und Südamerika. Mhm. In Anbetracht dessen, dass ich letztendlich nach 13, 14 Stunden hier bin, ist das ja auch nicht mehr so weit. Wenn ich das vergleiche mit meinen Eltern, da gab es überhaupt noch keine Linienflüge, da gab es nur ein Schiff. Ja? Und heute setzen wir uns einfach an den Flieger. Und jammern dann schon um, wenn wir drei... Ich meine, es ist trotzdem lang, muss man sagen. So. Aber du hast recht, im Vergleich zu dem, was deine Eltern auf sich nehmen mussten, um irgendwie hin und her zu kommen. Also das ist im Vergleich dazu, ist das nichts. Ja, also insofern bin ich dann auch froh, durch diese technische Errungenschaft in Reichenbach dann auch
zeitnah dann hier zu sein, um euch also, dann zu besuchen. Das heißt, du möchtest immer mal wieder hierher kommen und dann eben gern hier zu mir ins Ossiland, weil du hattest ja auch nur für die es nicht wissen, du hattest ja hier auch mal Immobilieneigentum besessen. Richtig. Im schönen Vogtland, das hast du ja jetzt alles abgestoßen, schon vor einiger Zeit. Und jetzt sagst du eben, ich möchte mich mit meinem Lebensmittelpunkt komplett nach Brasilien verlagern. Genau. Du hast auch schon damit begonnen, deine eigenen Immobilien dort zu kaufen. Richtig. Das heißt, du hast dort 2 Wohnungen gekauft. Das hatten wir ja auch schon in dem anderen Video thematisiert. So, und jetzt kommt noch was Schönes dazu, weil du, um das Ganze nochmal mit deinem Visum so einen ganz tollen Rahmen zu geben, hatten wir auch schon mal in einem Video thematisiert, auch mit Andreas zusammen. Du hast ja jetzt erst wieder was gekauft. Ja, das ist richtig. Das war mein Traum, ein Landgrundstück zu kaufen in Brasilien, in der schönen Natur. Und vorzugsweise direkt am See oder am Wasser. Ein Wassergrundstück. Ein Wassergrundstück, genau. Stand für mich die Entscheidung an, entweder am Atlantik oder an einem schönen Binnensee. Ich habe mich dann letztendlich für den Binnensee entschieden, weil diese Liegenschaft liegt direkt im Naturschutzgebiet an einem großen Binnensee mit einer wundervollen Natur- und Tierwelt, die ist einzigartig. So, das heißt, und wo hast du dann jetzt, wie heißt der Ort? Ibiúna heißt der Ort, der ist so westlich gelegen. Wir legen euch mal das in der Karte mit oben rein, dass ihr das mal so seht. So, hier könnt ihr am besten sehen, wo Thorstens neues Domizil liegt. Hier haben wir São Paulo und dann hier im Westen von São Paulo die Stadt Ibiúna. Das ist jetzt gerade mal 1 Stunde und 70 Kilometer von São Paulo entfernt. So, Ibiúna selber hat knapp 80.000 Einwohnern. Und wie man halt hier auch erkennen kann, viel Gewässer. Das müsste ja auch, glaube ich, ein Stausee sein, ein sehr großer. Also wirklich nett gelegen und quasi vor den Toren von São Paulo. Und das ist, sagst du, 70 Kilometer von São Paulo entfernt. Genau. Und für die Größe der Stadt kann man durchaus festhalten oder festlegen, dass es noch im Speckgürtel von dieser Riesenmetropole ist. 70 Kilometer ist in Brasilien gar nichts. Und insofern ist es relativ bequem und schnell zu erreichen. Und was jetzt in den letzten Jahren deutlich auffiel, sie bauen die Straße dorthin aus. Ah ja, das heißt, du hast jetzt aktuell keine befestigte Straße? Doch, die ist befestigt, aber wird jetzt jeweils 2-spurig ausgebaut. Okay. So dass man dann noch zügiger dorthin kommen kann. Festzuhalten bleibt, dass die Bewohner in São Paulo am Wochenende vorzugsweise aufs Land fahren. Das ist so wie bei uns, sage ich das jetzt mal aus meiner Sicht, Berlin. Ne? Der Berliner fährt dann halt am Wochenende ins Umland, in die Uckermark oder sonst wohin. Das ist in der Regel auch 1 Stunde maximal, genau. Wo die dann sagen, bin ich bereit, entweder mit dem Öffentlichen oder mit dem Auto das. Und das ist ja dann ähnlich analog wie bei dir zu sehen. Ein Stündchen von São Paulo entfernt, kommst dann mit wahrscheinlich eher Auto. Nur Auto, ja. Genau. Und kommen wir mal zurück zu dem Objekt. Du hast dir ja einiges angeschaut. Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe sehr viel Zeit investiert in Besichtigung von Objekten. Abgesehen davon macht es mir auch Spaß, viele unterschiedliche Objekte anzuschauen, abzuwägen und vom Immobilienmarkt einiges kennenzulernen. Ja? Es hat natürlich auch so ein bisschen da oder hing natürlich auch damit ein bisschen zusammen, dass ich natürlich überhaupt keine Erfahrung hatte. Und natürlich, wenn man keine Erfahrung hat, versucht man natürlich möglichst viele Informationen, viele Daten zu sammeln, um das in irgendeiner Form einzuordnen. Und da habe ich mir auch gerne Zeit genommen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Es war für mich eine sehr gute Lernphase.
Du hast ja auf dem Land was angeschaut und du hast ja aber auch in unterschiedlichen Dimensionen das Ganze angeschaut, von klein bis ganz groß. Das war ein Grundstück mit 12.000 Quadratmeter Fläche. Okay. Das war ja, glaube ich, dann mit mehreren Häusern und so drauf, habe ich in Erinnerung. Richtig. Aber das war halt so, wo du gesagt hast, für dich wird es ein Landsitz und hast dir dann eben so in dem Bereich verschiedene Sachen angeschaut. Um den See herum habe ich möglichst alles abgeklappert. Und da hast du dir jetzt deinen kleinen Traum erfüllt. Da habe ich, ja, da habe ich mir meinen großen Traum erfüllt, indem diese Liegenschaft auch so direkt am. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt mal an, euch natürlich einfach auch mal ein paar Bilder und Videos mit einzublenden. Wir erzählen jetzt einfach mal ein bisschen was. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir beginnen mal mit der Einfahrt. So, Richtig. das heißt, du bekommst ja schon mal rein, großes Tor, und das ist ja eine üppige Vegetation, die dort, ne? Ja, also das ist schon von der Naturschönheit, wo sich diese Liegenschaft wirklich inmitten befindet und schön Seht eingebettet ihr ist jetzt ja auch auf den Bildern, ne? mit dem Tor, das ist das Tor ins Paradies, sage ich immer. Na, und da hast du Rosen, ne? Waren das, oder was? Ja, Genau. Und wie groß ist das Grundstück? das Grundstück ist 4.300 Quadratmeter groß. Ja. Allerdings ist es so, dass mir noch eine große Uferfläche zur Verfügung steht. Diese Fläche gehört zwar der Stadt Ja. als öffentliches Gebiet am See, Aber du direkt am hast ein See. Wegerecht. Und ich habe ein Weg- und Nutzungsrecht, Ja. dieses Grundstück dann auch tatsächlich zu nutzen, Ja, genau. ein gewisses Nutzungsrecht. Und das ist dann auch nochmal 2.000 Genau. Quadratmeter groß. Und man hört ja auch auf den Videos, das ist ja eine Geräuschkulisse von allen möglichen, ne? Ja, Also also die Vogelwelt ist einzigartig. Das hat mich also wirklich sehr überrascht, wie die Tierwelt da in allen Facetten präsentiert wird geradezu. so, wir machen mal einen kleinen Einspieler. Ela mora em Hong Kong e eu conheço ela no mesmo tipo essa casa que você tem lá, esse seu escritório. Lá a gente tem nada para fazer. Mas é só para que eu Ah, para fazer a imobiliária lá? É, 150 mil, 200 mil você faz. Sim, então, mas lá tem que investir um dinheiro também. Tem. O que a gente espera só depende o quanto, né? É, tem que escolher o local, o imóvel e aí a Sim. gente saber de fato o que vai fazer. Obrigado.
Habt ihr mal einen kleinen Eindruck jetzt bekommen, also von dieser Artenvielfalt, die ja da in jeder Hinsicht, was also Fauna, Flora, was das da angeht, also es ist... Und die Farben. Hm. Ich habe dort Schmetterlinge gesehen, in Farben, die man eigentlich nur irgendwie in Kunstdruck vermutet. Mhm. Ja, türkisblau, aber so ein türkisblau habe ich eigentlich noch nie, auch selbst im Buchdruck oder Farbdruck, ja, im Magazin nicht gesehen. Es ist einfach faszinierend. Ja. Dann hast du dieses Grundstück, 4300 Quadratmeter, und da stehen zwei Häuser drauf. Ja. Das blenden wir euch jetzt auch mal ein. Also es ist ein wunderschöner Weg runter zu den Häusern. Es, ja, geht dann immer... Es fällt dann ab in Richtung See, mhm, und man kommt dann vorbei an erstmal ein Haus, ist da noch ein Hausmeisterhaus, mhm, ein kleines, das hat so ungefähr 60 Quadratmeter, mhm, für den Hausmeister. Dann fährt man vorbei an einem großzügig angelegten Tennisplatz. Mhm. Dann kommt man vorbei an einem wunderhübschen Schwimmbad, mhm, bis man dann an dem Gebäude angekommen ist, oder an den beiden Gebäuden, an den beiden, mhm, Haupthäusern. Mhm. Und die beiden Haupthäuser haben eine Gesamtwohnfläche von 540 Quadratmetern. Zusammen oder pro Haus? Nee, zusammen. Mhm. Das heißt, da hat ein Gebäude 250 Quadratmeter. Wir blenden jetzt mal auch das Innere ein von dem einem Haus, ne? Und das ist ja alles sehr offen, ne? Und ja, also was mich sehr beeindruckt hat, ist nichts zugeschlossen. Da gibt es kein Schloss. Okay, alles offen. Alles offen. Da macht man nur die Tür zu und dann war es das auch. Mhm. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich dachte, das muss irgendwie alles verrammelt und versiegelt werden. Ja, so wie man es ja in Sao Paulo kennt. Ne? Genau. Wo du dann eben... Das ist da nicht so. Es gibt zwar eine Alarmanlage, aber ich weiß auch gar nicht, ob die noch überhaupt funktioniert. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall... bin ich da ins Haus rein, ohne einen Schlüssel verwendet zu haben. Mhm. Und ich wüsste auch gar nicht, es gibt da zwar ein Schloss, mhm, aber ich weiß nicht, ob es dazu auch einen Schlüssel gibt. Okay. Und das ist ein wunderschön, das Haupthaus ist wunderschön, ist auch so ein bisschen im Kolonialstil, mhm, gebaut, ja, mit einem großzügig angelegten Wohnzimmer, ja, so eine Art Loft mit Verbindung zur Küche, also, mhm, schon recht modern nach der heutigen Wohnform konzipiert, ja, gleich mit offener Küche, mit Blick in den Wohnraum und auch so eine sehr großzügig angelegte Theke und einen riesengroßen Tisch. Mhm. Und das Mobiliar war alles schon da, und ich vermute mal, das Mobiliar kam alles mal ursprünglich aus Europa, Echtholzmöbel, mhm, die leider lange nicht mehr gepflegt worden sind, aber, mhm, ein bisschen Möbelpolitur tut sein Übriges. Und schöne alte Terrakottafliesen, mhm, genau, seht ihr auf dem Bodenbelag, mhm, und dann auch gleich eine sehr großzügig angelegte Terrasse um das Haus herum. Mit Blick auf den See. Also große Terrasse um den See herum, und dann hast du ja diesen schönen Blick, ja, aufs Wasser. Richtig. Und ich habe mir das nie vorstellen können, gerade wenn man so aus Sao Paulo kommt, laut, stickig. Du hast auch einen Pool, ne? Ja, ein Schwimmbad, schön großes Schwimmbad. Also auch mal hier das Bild eingeblendet. Ja, sehr, sehr großzügig angelegt, das Schwimmbad. Und auch die Einfriedung des Schwimmbads sehr geschmackvoll gemacht, mit so Granitblöcken, Treppen, Rasenflächen, mhm, wo man die Liegen noch aufstellen, mhm, kann. Also alles sehr zweckmäßig und entsprechend so konzipiert, dass die Wohlfühlelemente nicht zu kurz kommen. Mhm. Muss man wirklich sagen. Also toll gemacht. Und eben auch mit dem Haus, mit der Lage am Wasser. Mhm. Und beruhigend ist auch, dass da keiner mehr was vorbauen kann. Mhm. Das ist auch schön. Ja, das ist auf jeden Fall alles sicher.
Man könnte jetzt ja fast sagen, noch zu der Aussage eingangs ergänzen, ne? Also ich bin dann mal weg, weil, denn ich habe jetzt mein Haus am See. Jeder kennt ja das deutsche Lied, das Haus am See. Das hat jetzt Thorsten tatsächlich oder sogar dann in dem Fall zwei Häuser. Ne? Ja. Und eins möchtest du selber nutzen. Eins nutze ich selber und das andere Haus ist quasi ein Gästehaus. Aber auch sehr großzügig angelegt mit drei Schlafzimmern. Mhm. Und jedes Schlafzimmer hat ein eigenes Bad. Und hast du da zentral Wasser? Wie ist das dort? Da ist eine Gasheizung. Also Warmwasserheizung. Gas- und Warmwasserheizung. Aber es liegt fließend Wasser an. Fließend Wasser an, aber nicht durch den öffentlichen Versorgung, sondern es ist ein Brunnen. Ah, okay. Das heißt, du bist autark, du versorgst dich selber über dein eigenes Wasser. Ich glaube, das ist ja auch nicht verkehrt, weil, wie wir ja in Sao Paulo wissen, da ist halt das Wasser sehr stark geklort. Mhm. Ne? Und also dann hast du ja dein eigenes Wasser. Richtig. Was du. Ich möchte dann in Zukunft, also wasserautark bin ich schon und dann auch energieautark sein. Mhm. Indem ich mir dann ein paar Solarpaneele zulege und an Betracht dessen, dass jeden Tag die Sonne scheint, glaube ich, dann auch ganz gut Nutzen daraus ziehen zu können. Definitiv. Aber warm Wasser ist noch mit einem Gasgießer oder Gasofen bestückt, der noch relativ neuwertig ist, aber wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr in Benutzung war. Mhm. Aber der funktioniert schon mittlerweile. Okay. Und die jeweiligen Schlafzimmer jedes Schlafzimmer hat ein Bad, Dusche, WC, Waschbecken. Das wird dann über Gasflaschen versorgt, so 40 Kilogramm Gasflaschen. Gut, aber das hält ja. Ich meine, hält ja ewig. Und meistens ist es ja auch so heiß, dass man auch nicht so viel Warmwasser braucht. Eben. Also insofern ist das überhaupt kein Thema. Und die drei Schlafzimmer schließen sich an einer verglasten Veranda vorne. Und die Veranda ist dann ausgestattet mit Sofa, Wohnzimmertisch, eine kleine Küche auch daran angeschlossen, auch eine offene Küche mit dieser verglasten Veranda, sodass man auch wenn es ein bisschen kühler sein sollte, dann auch geschützt ist durch die Glaswand oder durch die entsprechend großzügig angelegten Fenster, Terrassenfenster. Mhm. Und dann vor der überdachten und geschützten Veranda ist dann nochmal eine große Sitzterrasse, wo man auch tatsächlich dann draußen sein kann. Also so Schiebetüren, die man aufziehen kann. Das ist cool. Und dann ist dann noch eine Terrasse, wieder mit dem schönen, wundervollen Blick auf den See. Mhm. Ja. Und auf dem See ist auch immer was los mit Gänsen, Enten, Fischreiher, also die ganze Tierwelt, die man auf dem Wasser kennt. Was du auch vielleicht Tiere, die du selber noch gar nicht kennst. Ne? Also das wirst das du dann. Gebe ich gerne zu, ja? Ne? Dass ich vieles noch nicht kenne. Aber es leben auf dem Grundstück auf ein paar Schildkröten und Eichhörnchen. Also die Tierwelt ist da sehr aktiv, das muss man schon sagen. So, das heißt, du hast das jetzt frisch gekauft. Du bist ja jetzt erstmal dabei, du bist ja noch ein Weilchen hier in Deutschland, um ein paar Dinge noch zu klären. Du willst auch einen Teil deines noch hier befindlichen deutschen Hausstandes, möchtest du ja, der aktuell eingelagert ist, möchtest du ja dann auch über das Mittelsee-Container dann rüber. Ja. Weil Thorsten hat wunderschöne alte Möbel aus Namibia, die du dann eben in deinen Häuschen dann. Richtig. Und insofern freue ich mich dann auch drauf, das, was mein früheres Zuhause war, mit der Einrichtung dann auch mitnehmen zu können nach Brasilien und dann mich dann wieder entsprechend mit dem Mobiliar, was ich schon seit Kind auf kenne, wieder dann um mich zu haben. Genau, sehr schön. Also da hast du dir jetzt einen wirklich schönen Traum erfüllt. Ich glaube, also wer träumt da nicht davon? Das Haus am See, ne? Das hast du dir jetzt ermöglicht und ich hoffe, dass du da viel Freude mit haben wirst. Ich bin ja jetzt im
August bin ich ja wieder in Sao Paulo, beziehungsweise, und da werde ich mit Sicherheit dann auch mal Gelegenheit haben, das sehen zu dürfen, ja, wo wir mit Sicherheit auch mal ein Video vordrehen werden. Ja. Dann werdet ihr eben dann auch mal sehen, das Haus am See oder die zwei Häuser am See. Aber dann würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt erstmal für den Einblick, den du da uns gewährt hast. Und danke, dass du uns auch mal auf den aktuellen Stand gebracht hast, was so deine Lebensplanung anbetrifft. Und ja, kann man dir nur wirklich viel Glück wünschen. Vielen Dank, Jacqueline. Und nochmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, mich auch diesbezüglich mit dir auszutauschen. Du bist herzlich eingeladen und ich freue mich schon auf deinen Besuch. Super. Im August. Also ihr Lieben, das ist doch jetzt das perfekte Abschlusswort. Wie immer noch zum Schluss, bitte abonniert den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und drückt das Glöckchen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn es solche spannenden Videos wie es dieses gibt, werdet ihr entsprechend informiert. Dann der liebe Thorsten und ich sagen dann bis bald und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Tschüss.